Hallo Freunde der Nacht und zur später Stunde. Hier sind wir wieder bei einem neuen Angespielt. Ich bin euer Curse und wir tauchen heute ein ganz neu in die Welt von Creature Lab. Wir erfüllen uns quasi einen Kindheitstraum, einmal ein verrückter, wahnsinniger Professor zu sein und das ganz ohne Studium. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin echt gespannt. Ich habe es bisher noch nicht angespielt, noch gar nicht. Das ist wirklich der allererste Blick da rein und den machen wir dann gemeinsam. So, dringend den normalen Schwierigkeitsgrad zu wählen. Ja, dann nehmen wir sicherheitshalber, folgen wir mal dieser Empfehlung. Zusätzliche heben sich gegenseitig auf. Das Mutanten, die in der Elixier füttern. Also scheint auch der einfache Schwierigkeitsgrad da zu sein. Oder der einfachste C. Du kannst deine Kreatur mit beliebigen Elixieren verbessern, wenn sie nicht zu deiner Kreatur passen. Okay. Jedes Tier füttern, zu deinen Mutanten passen, haben eine bessere Wirkung. Wenn du eine Substanz analysierst, erfährst du, welche Elemente sie genau enthält. Okay, was wäre denn bei hart? Wenn jetzt sind mögliche Elemente angezeigt, okay. Und kannst du Kreaturen verbessern, die Elixier wieder zufassen. Okay, das wird okay, also Stück für Stück. Weniger verzeihend, würde ich mal sagen. Ich bin echt gespannt, was jetzt hier passiert. Das stimmt mich schon mal gut ein. Einfach mal so drei Spitzen in so eine leicht verweste Leiche hauen, an der wir schon einen Arm angetackert haben. Okay. Lernst du das Tutorial kennen. Ja, wir spielen das Tutorial. Wir haben keine Ahnung, was wir nämlich machen sollen. Das sind zwei Nachrichten, okay. Ich habe einen Weg gefunden, Perfektion zu schaffen, den Tod zu besiegen. Meine Werke werden zu einer kurzsichtigen Gruppe von Ignoranten gemieden. Ja, das kennt man. Ne? Die anderen sind immer der Meinung, dass das, was man tut, ist total wahnsinnig, aber man selber weiß, es ist total toll, was man hier macht. Wenn mich meine Blockade nicht ausreichen, wird sie mich sein Genie anzusehen, wie ich bin, dann muss ich jetzt einen anderen Weg finden. Sich mir verbeugen. Ja, genau, da muss man sich das eben beweisen. Schau, Fernsehen haben wir hier. Ganz viele Fe ein Fernseher, das ist ein Computerbildschirme. Das ist auch kein Fernseher, das sieht aber hier spannend aus. Eben langsam mit der Maus unterwegs zu sein. Okay, für einiges an Arbeitsfläche würde ich mal behaupten. Okay. Jetzt aber zu. Das ist quasi das offizielle Labor, würde ich mal behaupten. Großes Lager aus. Krematorieneinschübe oder was soll das sein? Das sieht so aus wie so Krematorien oder okay, das hier scheint unser Angebetete zu sein. What's in your head? In your head. Okay. Das nicht aus hier von den Cranberries, ein Teil von Zombie. In other news, this year's annual award in medicine went to our Day City's Man of the Year, Dr. Isaac Wade, for his groundbreaking discoveries about mutations in human tissue. The vote was unanimous, as the committee was impressed by the united work done by a single man. Dr. Wade expressed his gratitude and emphasized the importance of ethical experimentation in modern society. This answer is in reference to controversial blog posts by a pseudoscientist who proclaims himself to be a modern Frankenstein. Dr. Wade voiced similar concerns in the past and has stated that science must have boundaries, and if they are ever crossed, a true horror might be unleashed on humanity. Okay. Lagerraum, ja. Nimm die Substanz aus dem Lagerraum. Kolben.
Wir kippen einfach mal zwei bunte Dinger hier zusammen. Den Lernkolben unter den Destillierkolben und schalte ihn ein, um die Inhaltsstoffe zu mischen. Ja, der gute alte im Tisch montierte Bunsenbrenner. Alles irgendwo anders hier liegen. In direkter Arbeitsreichweite. Ja, doch, man sollte nur ordentlich gucken. Die Handschuhe sehen aber auch schon gut aus. Die Probe unter das Mikroskop zu untersuchen. Bildner leisten, um die Probe zu analysieren. Der Balken auf der linken Seite hilft dir, deine Fortschritte zu sehen. Okay. Versteht jetzt hier die Logik noch nicht ganz. Schärfe und Zoomen. Ja, wir zoomen theoretisch mal rein, obwohl es nicht mehr größer wird, aber gut. Ganz wissens rausgekniffelt. Du hast gerade die Mutter gestellt. Mutter, wir verbinden deine Kreaturen zu schaffen und zu verbessern. Du kannst hier den Bildschirm jetzt zerlassen. Wie Tokio. Anis. Okay, hohe Komplexität, hohe Kreativität. Und schütte es in eine Leiche, um deinen Erstmutanten zu erschaffen. Du findest die Leichenkammer im Operationssaal. Da müssen wir dann die Zeug reinschütten. Probanden aus der Leichenkiste. Okay, wir können ja schon mal überall einfach abstellen. Man lässt doch die Tiefkühlkammern. Entschuldigung, Leute. Alles gut jetzt? Schnelltaste zum Stummschalten legen. Okay, ein sehr mittelmäßig attraktiver Proband. Hoffe, dass es jetzt keine unläuteren oder nicht jugendfreien Ideen sind, die hier jetzt unserem Wissenschaftler-Kompagnon durch die Gegend laufen.
Okay. Da tut sich was. Erfolgreich. Dann lebe, Kreatur, lebe. Die Stasiskammer viele wird. Achte darauf, dass die Stasiskammer zu schließen, nachdem du die Kreatur hineingesetzt hast. Ja, haben wir doch schon längst. So. Einbeschreibungswürdigen Schubunter frei zu legen und jetzt die erste Invasion zu planen. Okay. In der Tentakel so. Noppen wie beim Armschienen. Gruselig. Der große Weltfernseher. Wir reißen den Weltherrschaft an über das Computer. Wie geil. Kannst du mehr Ressourcen gewinnen, indem du deine Kreaturen in die Stadt schickst? Besorgen wir eine bessere Ausrüstung, wähle einen Bezirk aus und damit ein EMG-Ausrüstung-Symbol markiert ist. Ja, gut, was ist jetzt das Ausrüstungssymbol? Aber das hier. Ja, neue Ausrüstung. Wähle die Mission Ausrüstung sammeln. Wähle dann die Kreaturen aus, die du losschicken möchtest, indem du das Pluszeichen neben ihrem Porträt klickst. Creature 1. 100, Vitalität 125, 125, Ressourcen knapp. Die Kreaturen, die Refrax, Höhlenbasilikum. Okay, sieht mir jetzt nicht so dicht bewirken. Aus. Antiterroristen 1, 4 Polizei. Das kommt so ein bisschen von, wie heißt es ja nochmal? Oh, wie heißt es ja nochmal? Ah. Sie eine war, habe ich auf jeden Fall eine Zeit lang im Browser und im Mobile Game gespielt, hat auch mit Zombies die ganze Welt vernichten musstest. Wartet. Noch auf dem Handy drauf, wenn ich mal bei allen Spielen gucke, oder beziehungsweise mal runtergeworfen. Könnte durchaus sein. Nee, habe ich anscheinend wieder entfernt. Mir fällt jetzt echt der Name dazu nicht ein. Es gibt auch ein paar Teile auf dem im Browser. Und auf dem Handy war, glaube ich, der letzte Teil, der rauskam. Ja, okay, wir machen mal weiter. Mal schauen, wo wir hier landen. Wir empfinden ein bisschen Zeit in dem Fortschritt des Kampfes und zeigt dann wieder eine Kreatur anschauen. Du kannst sie springen, indem du die Schaltfläche überspringen drückst. Okay. Okay.
ausgeschaltet, hat 4 Polizei und einen Anti von einem Antiterroristen ausgeschaltet. Das ist so herrlich, Antiterrorist. Ja. Liebe. Manche deutsche Übersetzungen, die einfach nur lustig sind. Panik ist jetzt 1, Recherche ist jetzt 2. Ausrüstung rein, sammle Gegenstände, spezielle Laborausrüstung. Okay. Zurück ins Labor. Dieser neue Maschine kannst du bekannte Mutagene schneller herstellen. Lass dir das letzte Beginn, das hier hergestellt, überprüfen. Drücke die E-Taste, um die Zaubertrank-Enzyklopädie zu öffnen. Finde ein Mutagen und klicke es an. Das ist ein Mutagen. Sie können sich die eigenen Ordnung finden und diesen schreiben. Die Elemente auswählen, denen du glaubst, dass sie im Mutagen enthalten sind. Notiere dir die Inhaltsstoffe, die zur Herstellung des Mutagens verwendet werden, und verlasse die Enzyklopädie. Okay. Kann ich das so auch? Das Basic Us, wer kennt es nicht? Ja, schon lange darum finden. Du kannst jetzt letztes Mutagen herstellen, nimm sie mit. Jetzt aus irgendwie kannst du jetzt dein letztes Mutagen wieder herstellen, nimm sie mit. Alle Fehlerstufe die neue Maschine. Sparen. Ja, es ist auch wieder eine tolle Übersetzung. Statt safe für Speicher mit Sparen safe übersetzt. Ah, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Mit nur, dass hier ein Schließen-Button steht, close auf Englisch, der übersetzt wird mit in der Nähe von. Das war bisher das Beste, was ich je gesehen habe. Dann brauchen wir das doch mal. Was hinterstellen? Bonnie. Kreatur 1 ist Bonnie. Gute Tarnung, Anti-Lichtangriffe, Wandzerbrechenangriffe, okay, das ist relativ. Ich aber die ist zumindest gut getarnt. Sie sieht halt noch recht frisch aus. Sonst die dafür der gegenüber einstimmt, die das Monster erschaffen hat. Okay.
Das war das mit diesen Übereinstimmungsdingen da gemeint. War schön, passend sein muss. Abgestellt haben. Ja, es ist auch noch da gut. Morgen. Ernähren, versorgen. Hey. Den Mutanten in den Behälter. Mutanten in den Halter rein. Echt so, so wie so bei einer Krake, so Saugnäpfe. Kann ich Organe entnehmen? DNA-Sequenz. Mutagen im Labor. Irgendwo läuft Polizei. Einen Seite ein bisschen viel, auf der anderen Seite ein bisschen wenig Text, finde ich. Sender, also. Hier die Masse aus. Ja. Schalte ich den jetzt ein. Okay. Oberschenkel oder Axtarm? Ja, zu damals die Maske inkubiert ist, den brauchst du nicht warten. Geh einfach zu deinem Computer, öffne den Stapel und drücke die Taste bei Tags überspringen. Okay. Und die Transformation zu beginnen. Kommt also der ganz, ganz wirde Wahnsinn.
Solange noch sediert bleibt, der wird jetzt wahrscheinlich keine wünschigen Maschinen bei sein, aber der muss sich doch auf jeden Fall ordentlich Sedierung reingejagt haben, dass sie immer noch pennen über einen Tag. Entfernen. Lass mich raten, den kann ich jetzt sogar mal Lager hier packen. Überhaupt nicht creepy. Halter und das ist uns noch besser machen. Okay. Aber ganz gut aus, würde ich sagen, ne? Stellen los mit Beginn deine Kultur zu wissen. Alle Nährstoffe findest du in der Vorratskammer. Schaffe einen neuen Mutanten. Zwei wilde Geschichten. Wir haben jetzt zwei Unbekannten hier. Dann köcheln wir das Ganze mal schön auf. Diesmal grün. Okay, das muss ich jetzt quasi blind da reinkippen. Und das Beste hoffen, echt jetzt? Lass nicht mal in Ruhe vorher analysieren. Verbessern, du kannst die Lunge, die Leber oder den Magen verbessern. Je nachdem, wie du dich entscheidest, das hätte ich keinen Unterschied. Temporäre Effekte. Temporär. Dann verbessern. So, dann läuft das Viech hoffentlich länger. Du wirst noch nicht lange halten, setze der Kreatur wieder auf die Stasiskammer. Okay. Damit weitere leichte Substanzen an die Kreatur erzeugt mehr Panik, wenn sie ausgesandt wird, erhält mehr Bonusvitalität und erhält einen kleinen Vitalität- und Leistungsschub. Okay. Sieht mit einem Kranken aus. Mal los in Ruhe fressen. Schossen reichhaltig ab im Mund. Knapp ist dran an der Zeloi. T4 Polizisten. Ereignisse und Ah, okay, man kann auch historische Daten zu seinen Einsätzen holen. Sammle weitere Substanzen. Wirkungswahrscheinlichkeit 25%. Legen wir los.
noch keine andere, die mit mir angegriffen werden. Helfen, mehr Panik zu verbreiten als sonst. Panik ist nützlich, um das Vorankommen des Militärs zu verlangen. Aber das Militär zu viel über dich weiß, ist das das Ende deiner Experimente. Kehr ins Labor zurück. Okay. Zum Glück ist das Militär hat sie nicht bemerkt. Das Mutantenhersteller ist ganz sinnvoll, als hätte das Beraum von Zaubertrank funktioniert. Geh ins Labor und analysiere dort einen Inhaltsstoff. Ja, 5 soll ja die Spritze hier nehmen, ne? So war das ja. Stoff der noch einzige Methyler. Du weißt nicht, welches es ist. Es könnte jeder in Finns Eigenschaften aufgeführt sein. Aber hier ist dann nur ein mögliches. Glibber schon so. Wackelpudding-Element zu sein. Das Gegenteil des Inhaltsstoff gesehen, also es ist wirklich unklar, ob das wirklich ein Inhaltsstoffteil ist. Um das herauszufinden, mische die beiden Inhaltsstoffe im Destillierkolben. Okay. Frei, ne? Wenn man steht, nur wenn du versuchst, den gegensätzlichen Moleküle zu mischen. Dann bist du ein Mutagen hergestellt. Das für Mutagene werden mindestens 4 Moleküle benutzen. Eines der 4 Moleküle muss ein Aktivator sein. Kannst du herausfinden, welches Symbol der Aktivator ist? Experimentiere, bis du ein Mutagen hergestellt hast. Wenn du einen Tipp brauchst, schau auf die Tafel im Büro. Okay. Bin mal gespannt.
Was Tokio wieder möglicher Mond. Gegensätzlich. Okay. Aktivator bestehen. Ganz schlicht da unten drunter sein. Aber das müsste dann jetzt der. Oh. Da ist der Aktivator drin, okay. Dann. Jetzt. Spannend werden. Bulette. Da meine kleinen Freunde wieder losschicken, mein da ein bisschen Ruhe stiften. Uns weitere Zutaten besorgen. Gerade nicht. Doppelgrün heißt, er ist ja noch drin. Das heißt, hier haben wir auch noch einen. Haben wir auch noch jemanden.
mal zur Tat. Möchte auf jeden Fall sehr schön und es ist mit Sicherheit vollkommen sicher. Kann ich hier nur betäubt raus. Ich kann nicht so aufwecken, aber dann kann ich nicht hier raus. Jetzt komme ich an der Pelle dran. Der sieht ja unappetitlich aus. Richtig muss ich gehen zu erschaffen. Dafür brauchst du eine Menge Forschung, eine Menge Inhaltsstoffe. Du musst fertig stellen, bevor das Militär dich verdient. Lass uns los, dann geht's zum Computer. Ja. Reden wir doch mit Zeitskombis. Das ist doch mal Think Big. Okay, dass sie es sich anklicken. Dann kann ich generell nichts mehr hier anklicken. Okay, das ist... merkwürdig. Nicht zu sagen, das ist doof. Jetzt kann ich auf einmal wieder, okay. Irgendwas crazy. Angriff ist niedrig, kommen jetzt mit zwei Zombies in der Zahnlose unterhüllt und wir werden auf jeden Fall entdeckt. Okay. Jetzt sind wir uns durch die Sicherheit durch und geschafft. Stern des perfekten Mutagen-Mixers.
Über das perfekte Muttergen gesammelt hast. Um das perfekte Muttergen herzustellen, musst du zwei komplizierte Muttergene mischen und die richtigen Einstellungen verwenden, um die Schöpfung zu starten. Auf der rechten Seite des Bildschirms kannst du überprüfen, welche Muttergene du in die Maschine geschüttet hast. Und du kannst die Temperatur, die Rotationsgeschwindigkeit und die Zeit einstellen. Okay. Sobald du genügend Informationen gesammelt hast, kannst du dich dieser Maschine und der perfekten Muttergene herstellen. Das ist eine letzte Mission auf der Stadtteilbahn freischalten. Schließe sie ab und niemand wird sich wieder daran gewinnen, die Zweifel. Okay. Ab jetzt sind wir aus dem Tutorial raus. 45 Minuten. Okay, es kommt noch ein Tutorial. Auf den Fersen. Ich kann nicht mehr so schnell vorgehen, wie ich im Vergangenheit. Ich muss jetzt dann weglaufen. Ich muss jetzt perfekt, bevor ich mit der 5 Durchbrüche schafft und mein Versteck findet. Sagen wir, ich will hier jetzt nicht hetzen, aber. Stell ein Elixier mit und einem Aktivator her und gieße es in einen Becher und trinke es. Okay. Stellen sollen ist wahrscheinlich. Ich habe gedacht, das ist nochmal ein zweites. Das ist doch so, wir das durchtrinken können, ohne irgendwas zu mischen. Mischen, okay. Kippen wir das erstmal wieder zurück. Auch Spaß, das Ganze einfach mal hin und her zu kippen. Spülen brauchen wir ja nicht. Okay, ersten Glück haben die schon. Und wie trinke ich das jetzt? Gegen Geburtstag, ja, toll.
Gibt es das Trinken? Okay, das ist auch gut. Ich habe da aber noch der richtige Zeug drin ist. Was von diesen anderen Aktivator-Dingen? Zeit nehmen, das mal alles zu ordnen, was man hier so stehen hat. Ja, wir haben toll. Und wo kann ich die sehen? Okay. 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 Halt aber fest, das hier scheint nicht das Richtige zu sein. Wir müssen ja, glaube ich, erstmal so zum Messer mal losschicken. Ja, nie ist das drin gewesen. Allem die still und leise. Panik ist zwar gestiegen, der Weg ist ein bisschen gestiegen. Kriegt.
sortieren die ganzen Dinger jetzt erstmal, sonst werde ich hier noch irre. In bekannte Mischungen packen wir hier hin. Siltro. Dafür müsste es definitiv eine Automatisierung geben. Chaos hier und sehr dann könnt ihr doch echt meinen, dass ein verrückter Wissenschaftler ein bisschen ordentlicher ist, was seine ganzen Mixturen und Tränke hier angeht. Irgendwie doch generell einstellen können, was soll wohin. Echt irre. Jurefress haben wir ohne Ende. Jurefress brauchen wir auf jeden Fall erstmal so bald nicht mehr. Ich habe alleine schon die ganze Stadt mit erobern, die ich einfach in die Flaschen in den Kopf schmeiße. Dort schon kommen jetzt haben wir das ganze Korn. Jetzt davor schon war das Snow ja nie. Schon nachher, ob da der richtige Stoff drin ist. Dann trinken wir das Zeug und töten uns damit.
ist das Richtige. Jetzt mal das Gegenstück natürlich theoretisch mal suchen und beweisen, dass es das Richtige ist, aber das sparen wir uns jetzt. Die stellen wir erstmal hier in unserem so ein. Und dann brauchen wir jetzt den Gang da. Und brauchen wir das Ganze mal zusammen. Okay, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es nicht bekommen. Dass meine geliebte Clementine von den Schergen der Regierung in einen Ordner als Asyl gefangen gehalten wird. Ihr brillanter Verstand wird bei meinen Bemühungen helfen, der perfekte Elixier zu erschaffen. Ich kann auf jeden Fall keinen Fehlschlag riskieren. Okay. Ja. Das war es erstmal soweit. Creature Lab ist ein Spiel mehr zum Nachdenken und zum Mischen und zum Basteln, weniger für Action. Hat ein paar nette Anekdoten. Die Übersetzung ist natürlich auch ganz toll. Auch finde ich so dieses. Die sehen halt auch schon unterschiedlich aus. Der sieht halt richtig aus. Dagegen ist die noch richtig hübsch geblieben. Ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wo mich das Ganze hier noch so hinführen wird. Ob ich das weiter aufzeichne, weiß ich jetzt noch nicht. Könnt ihr mal gerne euer Feedback in den Kommentaren da lassen, ob ihr davon gerne mehr sehen wollt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne auch einen Daumen nach oben da und schreibt mir irgendwas in die Kommentare rein. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch eine angenehme Nacht. Euer Kirst. Ciao, ciao.